Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Freunde von Promigeflüster. Heute sind wir wieder rausgefahren und zwar ging es heute mal wieder Richtung Bodensee. Fast an die Schweizer Grenze. Radolfzell heißt der Ort. Na, ist sogar noch ein Teilort. Moos, ganz genau. Und da begrüße ich ganz herzlich einen Musiker, den Christoph Metzger, und sage erstmal Hallo. Hallo, grüß Gott. Schön, dass du gekommen bist. Ja, hallo. Gerne. Und zwar haben wir da eigentlich schon lange das Ganze vorbereitet. Wir kennen uns auch schon einige Zeit jetzt über Facebook. Damals hast du noch bei einer Formation gespielt, Freibier. Es gab Freibier. Wie viel Freibier gab es da immer? Es gab eine Menge Freibier. Wir hatten auch eine Menge Spaß. Ja, da gehört das dazu. Genau. Nee, und da haben wir eigentlich schon lange immer mal dran gedacht, dass wir mal uns zu einem, hier wie jetzt, zu einem Promigeflüster treffen. Nie hat es ganz gereicht, aber jetzt hat es umso mehr einen Grund, denn du bist jetzt solistisch unterwegs und hast auch eine eigene CD dabei, auf die wir gleich nachher zu sprechen kommen. Genau. Ganz stolz hält er sie in die Kamera. Ja, sicher. Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich auch, dass du gekommen bist. Vielen herzlichen Dank. CD, wie lange gibt es die jetzt schon? Wie heißt sie? Die CD heißt Schmetterlinge im Bauch. Chris Metzger, Schmetterlinge im Bauch. Christoph haben wir abgekürzt. Mhm. Also Chris Metzger, Schmetterlinge im Bauch. Seit Ende Juli. Mhm. Seit Ende Juli. Und ja, mir gefällt sie gut. Okay, vorhin durften wir schon ein bisschen reinhören. Ihr werdet nachher bestimmt auch noch einen kleinen Ausschnitt hören, wenn wir uns nachher mal noch ins Studio begeben. Und ich muss sagen, sie gefällt mir eigentlich ganz gut. Das freut mich. Ja. Das ist auch wichtig. Ne? Genau, nee, also da hat es wirklich tolle Nummern drauf von Balladen. Volkstümlich, du spielst Akkordeon, auch Gitarre und so weiter, was du mir erzählt hast. Was gehört denn sonst noch alles dazu? Du machst da wirklich rundum Programm. Genau, also jetzt nicht nur von der CD oder auf der CD sind Lieder drauf für jegliche Lebenssituation. Wenn man traurig ist, wenn man fröhlich ist, wenn man Party machen möchte, wenn man für sich sein möchte. Und da haben wir auch extra hier im Booklet die ganzen Texte, dass man sich auch nochmal angucken kann. Übrigens, die ist für dich. Ne? Okay, ja. Dankeschön. Ja. Und ansonsten mache ich Unterhaltungsabende quasi als Entertainer-Moderator mit Akkordeon, Klavier, Trompete, Alphorn, Gitarre, Xylophon, alles drum und dran. Und da habe ich eine riesige Freude dran. Und präsentiere dann natürlich auch ab und an mal ein paar Lieder von der CD. Und bisher habe ich eigentlich durchweg nur positive Resonanz gekriegt und bin natürlich da mega zufrieden damit, gell, dass das den anderen Menschen auch gefällt. Okay, sehr schön. Ich meine, da wo du jetzt zu Hause bist, hier am schönen Bodensee, muss ja feststellen, sind ja hier einige Musikanten sesshaft mittlerweile. Er ist ja wieder zurückgekommen, ganz großer, Matthias Reim. Schon begegnet ihm persönlich mal? Ja, in einer Bar. In Radolfzell. Ja, sehr, sehr netter Mensch. Ne? Also muss ich sagen. Matthias Reim wohnt hier. Ich glaube, Michelle ist auch wieder hier in die Gegend irgendwo gezogen. Die hat es auch wieder hierher gezogen zu ihm dann irgendwie, genau. Schaut auch schön hier bei uns am Bodensee. Natürlich, natürlich. Wobei jetzt so im Herbst, wenn da immer so der Nebel drin hängt, ist es vielleicht nicht ganz so angenehm für manche, oder? Stimmt, also gerade wenn man die A81 nahm, natürlich auch sehr gern und viel in Stuttgart, wenn man da runterfährt, abengen, Autobahn, wahnsinniger Nebel, aber in Moos, lieber Frank, gibt es keinen Nebel, Moos scheint 365 Tage im Jahr die Sonne. Genau, Moos nichts los heißt zwar immer so schön, aber nee, ich glaube hier ist ganz viel was los, denn da wo wir uns jetzt befinden, das ist auch ein Wirtshaus, was sehr viel Musikanten immer mal wieder hierher holt, also musikantenfreundliches Wirtshaus steht dran. Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, musikalisch freundliches Wirtshaus ist noch ein bisschen untertrieben. Wir finden regelmäßig Veranstaltungen statt hier im Hirschen in Horn, auch auf der Halbinsel Höri. Hier sind wir schon ganz nah an der Schweiz und oh, toll. Wir haben vorher lecker gegessen übrigens. Nur zu empfehlen hier, also wirklich. Kaffee haben wir jetzt auch bekommen. Ich glaube, da darf man ruhig mal einen Schluck nehmen, bevor er kalt wird. Genau. Ja. Das ist ganz klar. Und wenn ich jetzt so auch nochmal in unsere, wirklich die Zeit nochmal zurückdrehe, haben wir auch nochmal schon Begegnungen gehabt, wo wir gar nicht mehr wussten. Erst so im Nachhinein, im Vorgespräch sind wir draufgekommen. Ja. Du hast nämlich mal bei einer Blaskapelle mitgewirkt als Sänger. Die nannten sich oder nennen sich noch nach wie vor und sind wirklich ausgezeichnet. Die Böhmerländer Musikanten, die hier ja in der Singener Ecke auch beheimatet sind. Singen, Tengen. Genau, ja, die Zeit vergeht so schnell.
Ja, man erlebt natürlich auch sehr viel und darum kommt es uns natürlich immer so kurz vor. Aber ich sag mal, 10 Jahre sind es schon her. Genau. Locker, locker, mindestens. Aber man muss immer wieder sagen, Musik verbindet und die Musikwelt ist doch recht klein und überschaubar, trotz allem. Man begegnet sich immer wieder. Zum Glück wäre schade, wenn nicht. Ja, also seit Juli, das ist jetzt so ein gutes halbes Jahr, dass die CD auf dem Markt ist. Wo bist du denn überall so anzutreffen? Wo geht's lang? Zum Verkauf jetzt von der CD? Wo nee, man die nee, auftrittmäßig. Wo trifft man sich an? Also ja, dieses Jahr ganz bestimmt noch im Hüttenzauber in Singen. Das ist so die Erdinger weiße Hütte auf dem Rathausplatz. Da bin ich 4-mal. Mhm. Da haben wir schon, glaube ich, alle Sitzplätze weg. Ich glaube, okay. Da haben wir in 15 Minuten haben wir 4 Konzerte ausverkauft gehabt. Mhm. Aber es lohnt sich trotzdem zu kommen, also nicht daheim bleiben deshalb. Und klar, ja. Dieses Jahr ist natürlich, das sind jetzt noch irgendwie ein bisschen über 20 Auftritte dieses Jahr, viele Weihnachtsfeiern, da man mich auch privat buchen kann und ich sehr, sehr gerne auch Geburtstage und sonstige Sachen spiele. Also ich bin für jeden sehr, sehr gerne buchbar, weil ich einfach denke, da darf man keine Unterschiede machen. Und da freue ich mich auch sehr, also knapp 20 Auftritte sind es noch dieses Jahr. Und halt die Tour für nächstes Jahr ist geplant. Da kommt die Fastnacht hier bei uns, Hegau Bodensee, natürlich die Fastnacht groß vertreten mit vielen Auftritten. Nächstes Jahr Seepark 6 im Pfullendorf zusammen mit den Dorfrockern, mit Namen, die man jetzt eher kennt wie meinen. Ja. Und da bin ich natürlich ganz, ganz froh drum. Oder ein eigenes Schlagerschiff habe ich nächstes Jahr. Okay. Partybote XXL, King Kala. Hier nochmal Dankeschön, dass der mir da so vertraut. Die ganzen Clubshows in den Diskotheken. Und die Leute wollen wieder Schlager hören. Und ja, ich bin froh. Dass Schlagerschiff muss ich jetzt ganz kurz fragen. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das auf dem Bodensee? Dann findet das da statt? Genau. Also das ist eine Fähre. Mhm. Die wird komplett leergeräumt, da kommt die Bühne drauf, ein ganz, ganz toller DJ, der in den Pausen Musik macht. Und ich darf da von Après-Ski, Schlager, Dance-Schlager, alles drum und dran, eigene Songs präsentieren, dass man einfach einen ganz, ganz tollen Abend hat und richtig mal die Schlager-Fans wieder bedient werden. Ja, aber die Fähre ist dann im Hafen festgemacht oder ist man während der Veranstaltung dann auf dem Bodensee? Ja, wir sind auf dem See. Ja, natürlich, wir fahren. Wir legen da ab und da sind auch immer ganz viele Leute, wo das da angucken, wenn man ablegt und wieder zurückkommt. Und eine tolle Sache, also da freue ich mich schon echt riesig. Das klingt spannend, das wird bestimmt eine tolle Sache. Also wenn es irgendwie zeitlich bei mir machbar ist, werde ich da gerne mal dabei vorbeischauen. Sehr gern. Ja, würde mich freuen. Ja, wie gesagt, du hast mir es vorhin auch schon im Studio da erzählt, du durftest da bei 11 Titeln, glaube ich, sogar selber Hand anlegen, sind alle aus deiner Feder, oder? Ist das richtig? Genau. Also es sind einige aus meiner Feder und das habe ich dir auch vorher gesagt, da muss ich einfach Bogner Records, also spezifischen René Praski danken, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, dass ich so viele Titel selber schreiben durfte. Mhm. Weil ich denke, so ein Album ist immer was ganz Persönliches und man gibt auch ein Stück weit von seinem Gedankengut weiter und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da ein paar Titel selber geschrieben hat. Und wenn es 11 sind, natürlich umso besser, dann kennen mich alle in- und auswendig, wenn sie das gehört haben. Genau, also wie gesagt, Text und Musik, alles von dir. Genau, jawohl. Wie kommen dann die Ideen bei dir so zustande? Da fragt man doch immer wieder, was sind's für Geschichten, die du da in deinen Liedern erzählst? Da muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal gibt es so Situationen als Songwriter, da wacht man den nachts um 4 auf und hat irgendwie eine Idee. Also gerade bei Schön wie an die Rose ging es mir so, da bin ich wirklich um 4 oder um 4:30 ins Studio gegangen und habe gedacht, so, das nehme ich jetzt auf. Und da geht es dann, wenn man wirklich so inspiriert ist von irgendwas, ich weiß gar nicht, was ich da geguckt habe. Ich glaube, da habe ich am Abend irgendwie einen Film geguckt, wo irgendwie eine Rose vorkam und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre doch was. Und dann hat man das eigentlich sehr schnell, so mal den ersten Demo-Mix zusammen. Natürlich muss man das dann noch verfeinern, aber traurige Titel schreibt man normal, wenn man traurig ist, fröhliche Titel, wenn man fröhlich ist. Und somit, es ist wirklich für jede Situation was dabei. Sehr gut, sehr gut. Schmetterlinge im Bauch, das klingt ja eher so ein bisschen ans Verliebtsein. Ja, erste Frühlingsgefühle, wenn sie wieder kommen und so weiter. Der nächste Frühling kommt mit Sicherheit wieder. War das so ein bisschen der Inspiration daran? Ganz sicher. Es war einfach mir wichtig, auch mal einen Titel zu nehmen, wo jetzt nicht jeder nimmt. Ja, es gibt da, manchmal wiederholen sich ja gerade solche
Musiktitel, ja. Mhm. Und ich habe gedacht, Schmetterlinge im Bauch habe ich noch nie gehört. Mhm. Vielleicht wärst du an der Reihe, mal irgendwas über Schmetterlinge zu schreiben. Aber wie genau ich da jetzt drauf gekommen bin, das weiß ich nicht mehr. Aber ja. Passt, genau. Man muss dazu sagen, er ist glücklich verheiratet, hat auch eine Tochter oder wie? Zwei? Oder? Zwei, genau. Ja, und sind auch musikalisch schon irgendwie aktiv oder haben die da eher mal mit der Sache noch nichts zu tun? Oh, generell möchte, aber wie soll ich das sagen, dass es nicht blöd anhört. Ja, also meine Frau und die Kinder, die kommen manchmal zu Auftritten, aber gerne wollen sie nicht erkannt werden. Okay. Ja, und somit, ich überlasse meinen Kindern frei, ob die irgendwelche Instrumente lernen möchten. Wenn sie möchten, natürlich bin ich da, zeige denen oder versuche das so gut wie möglich beizubringen. Aber ich meine, die Große ist 8, die hört jetzt eher andere Musik, ja, auf dem Disney Channel oder so. Und die Kleine ist 14 Monate alt. Also da ist noch alles offen. Zeit. Da ist noch alles offen. Ja. Genau. In den Medien, wenn wir jetzt gerade da nochmal drauf kommen, in den neuen Medien, Social Network, wie es ja alles so schön heißt, Facebook, Internet und so weiter, bist du auch vertreten. Wo findet man da was, wenn man jetzt mehr wissen möchte? Also wenn man von mir, wer mehr wissen möchte, wäre Facebook, mhm, unter Chris Metzger, also Chris Metzger mit TZ, mhm, oder natürlich auf meiner Homepage www.chris-metzger.de, die ist immer aktuell mit neuen Videos, mit Nachrichten, mit Bildern. Und da freue ich mich, dass wir alle mitkriegen. Auf der Chris Metzger Fanseite auf Facebook jeden Monat ungefähr 1000 Likes dazu, mhm, und haben Videoaufrufe normalerweise im Schnitt mit 80.000, mhm, Menschen, die sich da wirklich für interessieren. Und da kann ich einfach nur nochmal Danke sagen. Das ist einfach schön. Und auch die meisten Buchungen. Also die Leute, die mich buchen, die gucken diese Facebook-Videos an und sagen, hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht fragen wir da mal an. Und darum bin ich da über Facebook sehr glücklich. Sehr gut. Ja, Freizeit, wenn dann Zeit dafür bleibt. Ich meine, man muss ja gar nicht weit rausgehen. Ich sage immer wieder, hier am schönen Bodensee, es ist ja wirklich traumhaft. Verbringst du viel Zeit am See? Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich müsste ich ja jetzt so als Schlagersänger, müsste ich jetzt erzählen, natürlich, ich gehe jeden Tag am Bodensee laufen, weil hier, nein, ich bin eigentlich nicht so oft hier am Laufen oder gehe in die Berge oder irgendwie. Ich habe ein Hobby und das ist ganz klar, ich gucke mir ab und an mal, wirklich nur ab und an mal einen tollen Film an, mhm, und da kann ich richtig toll abschalten oder verbringe mit meiner Familie toll Zeit beim Monopoly spielen, und da gewinne ich immer, oder beim Kniffeln oder beim Uno. Man muss einfach was machen, wo die Kinder mitmachen können, und da sind so Spieleabende einfach am schönsten und das gefällt uns. Gut, sehr gut. Gibt da mal andere Zeiten, wenn die Kinder erstmal größer sind und aus dem Haus sind, dann... Dann machen wir wieder Party. Genau, da geht's wieder die Luzi ab. Ja. Richtig. Gut, okay, dann würde ich mal sagen, wir hören jetzt gleich noch ein bisschen was Musikalisches, hoffe ich doch, im Studio. Da werden wir jetzt mal Location-Wechsel machen. CD... Ich denke mal, der Chris wird uns da jetzt gleich noch was zur Verfügung stellen, natürlich, zur Verlosung. Wer jetzt gerne eine haben möchte, 3 Stück, denke ich mal, hauen wir mal raus. Einfach wieder so übliche Formular ausfüllen auf unserer Seite von www.promigeflüster.de. Können wir in 5. Komm, ich leg noch 2 drauf. Legst du noch 2 drauf? Also gut, 5 Stück. Ich freue mich. Und unsere Zuschauer natürlich auch, ganz klar. Also, ganz klar, das Formular ausfüllen und dann geht's raus. Gibt's die CD. Genau. Okay, dann danke ich für die Einladung hier bei dir in Radolfzell, in Moos. Wunderschön hier in Horn, Moos, Radolfzell, genau. Eine Ecke. Einfach Höri. Wir sind auf der Höri, da blieben wir der Schwöri, sagt man bei uns im Dialekt. Okay, alles klar, und der Höri, da bleibe ich. Das schwöre ich. Genau. Alles klar, nö, kann ich also nur unterstreichen. Immer traumhaft hier. Gut, dann, liebe Zuschauer, bis zur nächsten Ausgabe. Euch alles Gute und bei einem Auftritt bei Chris Metzger. Auf alle Fälle seid ihr dabei, hoffe ich doch. Ich hoffe auch. Ja. Bitte Bescheid geben. Also wenn jemand kommt und es hier gesehen hat, Bescheid geben, kriegt ein Chris-Herzchen. Sehr gut. Also, bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Euer Frank Stiller und Chris Metzger. Tschüss. Manchmal bist du traurig, einsam, ganz allein, hast Tränen in den Augen, würdest gerne bei mir sein.
Doch eines ist doch sonnenklar, egal wo ich grad bin, egal was ich auch tu, du bist in meinem Herzen drin. Denn die Musik aus meinem Herzen spielt nur für dich, wenn du nicht mehr weiter weißt und der Tag die Hölle ist. Lass dich in ein Land entführen, erbaut aus schönen Tönen. Wenn du auch nicht grad bei mir bist, spielt die Musik aus meinem Herzen nur für dich, nur für dich und für euch.